Willkommen in der Santana Bay. Mittlerweile hat es gute Tradition, dass jede neue Transformers-Toyline eine eigene Titan-Class-Figur bekommt. Und bisher waren das eigentlich immer klassische G1-Charaktere. Bei Transformers Legacy geht man diesmal einen neuen Weg, ganz im Sinne des universumsübergreifenden Stils dieser Reihe. Und deshalb gucken wir heute auf die neuen Titan-Class Cybertron Metroplex. Die Box ist der Klasse entsprechend ziemlich groß. Das heißt aber auch, wir haben eine Menge Platz für ein ziemlich geiles Artwork. Hier vorne ist er schwer am Schreddern mit seiner riesigen Kreissäge oder was das sein soll. Und zerlegt hier den armen Inferno. Hier haben wir den Old Mode nochmal. Das ist wie so ein Berg so. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Mag ich sehr gerne. Hier Decepticon-Schiff, Kickback und so. Ansonsten sehe ich jetzt auf die Schnelle keine großartigen Hinweise auf irgendwas, was wir nicht schon wüssten. Na, und dann haben wir halt rundherum entsprechend. Ne? Hier ist Render der Figur. Also das Render des Old Modes. Hier hinten haben wir Render, würde ich mal, ja, doch sind Render der Figur in den einzelnen Modi, hat ja verschiedene, indem man ihn bringen kann. Dann auf der Seite haben wir einfach noch die Collage. So, das kennen wir alles schon. Innen drin haben wir eine Pappverpackung, also einfach eine Pappschale, wo mit Papierbändchen reingezogen ist. Das ist nichts, was sehenswert wäre. Und hier haben wir eine Anleitung, die ziemlich gut funktioniert, die vor allem aber halt auch wirklich ein ordentliches Faltblatt ist. Also da müsst ihr ein bisschen Platz mitbringen, aber ich denke mal, Platz ist etwas, was man bei der Figur sowieso einkalkulieren sollte. Und damit sind wir bei Metroplex und ich muss ein kleines Disclaimer vorweg schicken. Ich kenne mich mit Transformers Cybertron, die Serie, aus der dieser Charakter stammt, nicht wirklich aus. Ich habe die Show nicht gesehen. Ich habe versucht, mich ein bisschen einzulesen ins Thema, dass ich euch nicht völlig Blödsinn erzähle. Aber wenn ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen daneben haue oder nicht alles weiß, dann seht mir das nach. Im Zweifelsfall ergänzt es gerne in den Kommentaren, wenn ihr euch besser auskennt als ich. Das ist, wie gesagt, Metroplex aus Transformers Cybertron. Der ist dort der, weiß ich nicht, Anführer, wie auch immer, des Planeten Gigantion, glaube ich. Und ja, ist aber auch entsprechend, ne, wie der Name ja schon sagt, sind das alles entsprechend große Transformer und so weiter. Und deswegen kommt es irgendwie von der Charakterwahl, von der Namenswahl und so weiter, kommt es hin. Hat aber mit dem G1 Metroplex in dem Sinne erst einmal nichts zu tun. Ich finde ihn so vom Look, so wie er jetzt hier steht, finde ich ihn ehrlich gesagt ziemlich geil. Besser als ich ihn auf den Fotos erlebt habe oder er gefällt mir deutlich besser als auf den Fotos. Und das liegt hauptsächlich, muss man allerdings auch ehrlicherweise sagen, an seiner sehr, sehr großen Waffe hier. Das Ding hat tatsächlich in der Show einen Namen, nennt sich Spark Drinker. Finde ich ziemlich geil. Und könnt ihr hier, wie gesagt, ne, oder wie ihr seht, hier als Doppelhandwaffe halten. Hier vorne gibt es einen Griff und hier hat er das einfach so als, ne, schließt er die Finger entsprechend darum. Das so reinzubauen ist nicht ganz einfach, weil das alles ziemlich eng gestrickt ist, gerade was hier die Konfiguration dieser Hand hier angeht. Ja, aber wenn ihr den Arm dann hier entsprechend anwinkelt und ein bisschen das Ganze auf Spannung haltet, also ihr seht, er hält es auch so, ja, also wenn man es einmal drin hat, ist es ganz gut, aber es da reinzubekommen ist nicht ganz einfach, denn der Daumen ist halt, oder der Daumen bietet eigentlich nicht genug Platz, um es da reinzuwürgen, aber es geht, ne, dann habt ihr hier diesen Griff mit diesen Stegen drin, so ein bisschen wie bei den Masterpiece-Figuren auch, ist durchaus vergleichbar. Gucken wir uns Spark Drinker mal kurz an, weil ich finde, das Ding ist absolut sehenswert. Ein Riesenteil und aus zwei Teilen bestehend. Erstmal generell von der Form her, ne, hier so ein bisschen halt auf diesen Outmode später getrimmt mit dem Bagger hier so Streben und so. Das sieht cool aus. Goldene Farbakzente auf den Gelenken, das ist ziemlich stark. Ne, hier oben haben wir nochmal so einen Farbakzent auf der Baggerschaufel. Die könnt ihr öffnen. Das Teil könnt ihr, ne, auf Ratschengelenken so bewegen, wie ihr das wollt. Ne, hinterher für den Outmode oder auch wenn ihr das als Handersatz nehmt. Das ist eine Konfiguration, die gucken wir uns gleich an im sogenannten Work-Mode. Hier die beiden Dinge, einfach weißes Plastik, könnt ihr justieren. Dann haben wir hier schöne Akzente auf der Seite mit Gunmetal und das große Highlight ist, ne, hier das Schaufelrad entsprechend toll detailliert gemacht. Ich würde es nicht heranholen, dann wird es zu dunkel. Wir gehen gleich nochmal nah an die Figur ran. Vielleicht kann ich es noch mal kurz reinhalten. Ne? Gunmetal hier, rote Akzente, goldene Akzente ist toll. Hier ist ein Ratschengelenk drin, das dreht also nicht frei in dem Sinn. Das ist alles soweit ziemlich cool. Hier unten habt ihr den Griff, den könnt ihr drehen. Ne? So könnt ihr auch hier runterklappen, dass ihr es normal einfach als normale Handwaffe benutzen könnt, sozusagen. Und vor allem, das ist das, was mein Junior gemacht hat in den letzten Tagen. Der liebt das Ding, ja. Ist hier rumgelaufen, ne? Piu, piu, piu. Oder ne? Hat ja ein Kettensäge, was auch immer. Also Spielfaktor ist bei der Figur absolut phänomenal. Ich sehe gerade, das Schild ist schon wieder hochgerutscht. Ist
meines Erachtens mit die spaßbringendste Titan-Figur, die wir bisher hatten. Vielleicht mit Ausnahme von Omega Supreme. Der ist noch ein bisschen lustiger. Ja, das Ding könnt ihr hier in der Mitte einmal teilen. Und dann seht ihr hier, ne, habt ihr so immer so ein, das ist quasi immer spiegelverkehrt. Hier habt ihr so einen Steg und hier oben ist so ein C-Clip oder C in Anführungsstrichen. So ein Clip und dann könnt ihr das zusammenstecken. Und ähnliche Clips habt ihr halt auch hier in den Händen, sodass ihr das dann, oder auf der Rückseite der Hände, sodass ihr das entsprechend zusammenstecken könnt. Schauen wir uns aber, wie gesagt, dann im Nachgang nochmal an. Ansonsten, Metroplex ist von den Proportionen und so weiter etwas anders als die bisherigen Titan-Class-Figuren, insofern, dass er relativ schlank, relativ schmal ist. Er ist aber auch nochmal eine ganze Ecke größer, zumindest als Omega Supreme. Ich zeige euch das mal ein bisschen ausrichten hier, dass ihr eine bessere Idee von den Proportionen bekommt. Ich zeige euch das nachher nochmal mit Omega. Der ist also schon wirklich nicht ganz ohne und so vom Flair, ne, von den Proportionen und so, erinnert er mich so ein bisschen an diesen Sniper Prime, den ich euch noch nicht mal gezeigt hatte. Ich finde den aber ziemlich cool. Wir gehen gleich nochmal in die Nähe und gucken uns die Proportionen an. Wir wollen aber noch einmal rundherum schauen. Ne? Relativ cleaner Rücken hier, das ist ziemlich cool. Also es ist nicht unbedingt schön, das Teil hier hinten drauf, aber ne, es steht nicht weit raus und so, das ist wirklich toll. Und es hat auch noch eine Funktion, abgesehen von der Transformation bzw. dem Old Mode später, denn ihr könnt euren Spark Drinker hier nehmen. Dann bringen wir den hier nochmal zusammen. Zack. Und dann den Griff einmal hier flach draufgelegt. Und dann habt ihr nämlich hier diesen blauen Clip und hier oben noch eine Lücke. Und das könnt ihr nehmen und könnt ihm das ganze Ding hier, könnt ihr hier in diese Dinger reindrücken. Das ist nicht ganz leicht, weil die sich wegklappen. Man kann sie so leicht drehen, da kommt man etwas besser dran. Und dann müsst ihr gucken, das wird Kraft am besten erst in den blauen. Und der andere oben, das ist dann nur so eine Halterung, das geht mehr oder minder von selbst. Und dann könnt ihr ihm Spark Drinker hier so auf die Rücke, auf den Rücken schnallen. Das muss ich sagen, finde ich ultra cool. Zum einen, weil das Ding natürlich sehr viel Platz wegnimmt, wenn ihr es vorne als Waffe tragt und nicht jeder diesen Displayplatz hat. Und weil es optisch halt auch wirklich stark aussieht und gut hält. Also die Variante ist sehr, sehr gut ausgedacht und technisch gut umgesetzt. Von daher, das passt. Also generelle Präsentation finde ich cool. Er ist auch, muss man sagen, ne, wirklich eine super stabile Figur. Also der ist voll mit Ratschengelenken. Die sind nicht alle gut aufeinander abgestimmt, sehen wir gleich noch bei der Beweglichkeit. Aber ist vielleicht die stabilste Titan-Class-Figur, die ich bisher in der Hand gehabt habe. Gucken wir mal ein bisschen auf die Details. Und wie erwähnt, schauen wir vielleicht noch mal auf Spark Drinker, weil ich finde, das ist durchaus sehenswert. Ne? Also es sind wirklich tolle Details. Die goldene Bemalung kommt gut. Ne? Die silberne Bemalung als Kontrast. Hier der rote kleine Akzent, der ist toll. Auf der anderen Seite ist es genauso gemacht. Da ist ein Schraubenloch drin, aber ich denke, das ist nicht so wild. Ne? Sieht wirklich cool aus. Nicht rundherum schöne Details, auch keine Hohlräume in dem Sinne, sondern ne, entsprechend verpinnt, verschraubt an einigen, hier, an einigen Stellen, sodass das wirklich gut aussieht. Auch hier diese ganzen Lücken, ne, die diesen Strebenlook da erzeugen, dass das wirklich nach so einem Bagger aussieht, das so riesengroß ist. Finde ich schon stark. Gefällt mir sehr gut, Akzent. Wie gesagt, die Handmontage, die ist nicht ganz unproblematisch. Ihr habt einmal hier diesen Griff und dann hier an der Seite habt ihr die Stege. Und die sollen in die Handfläche hier in diese Öffnung rein. Das Problem dabei ist, es ist zweierlei. Zum einen, das Plastik der Hand ist relativ weich. Ich kann gucken, ob ich das hier simulieren kann. Seht ihr, ich kann das hier wegdrücken. Ne? Und wenn du dann versuchst, das hier reinzudrücken, teilweise bleibst du hier hängen und drückst das Plastik weg. Das ist nicht so ganz schön. Und dazu kommt halt noch, dass der Platz zwischen Daumen und Handfläche ist eigentlich ein bisschen eng für den Griff. Es geht. Ne? Du kriegst das da irgendwie reingemodelt. Du bist den Daumen so leicht nach oben und dann so schräg rein. So dann geht das irgendwie, aber es ist nicht so ganz schön. Und dann musst du halt gucken, dass du wirklich über die Kante drüber bist und es dann in die Handfläche drückst. Das gelingt mir jetzt nicht gelingt. Das ist, was ich meine. Siehst halt auch nicht mehr so richtig, was du tust. Jetzt, ne? Du musst wirklich hoch genug und dann da reinrutschen. Und dann passt es auch. Ist nicht so ganz optimal. Ihr könnt den Daumen theoretisch auch abziehen. Ne? Ihr habt hier die Möglichkeit, den so nach vorne wegzuziehen. Hier ist einfach nur so ein Plastikclip. Ist aber halt jedes Mal Stress aufs Plastik und eine Abnutzung. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so empfehlenswert ist. Kann man aber machen, wenn man es einmal reinkriegen will und partout nicht weiterkommt. Ist aber nicht der empfohlene Workaround. Es geht ja irgendwie, aber so richtig Spaß und optimal ist es nicht. Für die Fahrt über Metroplex nehmen wir mal die Handkamera an, ne? Dann kann man ein bisschen flexibler arbeiten. Der Kopf ist wirklich toll. Das Einzige, was mich stört, ist, dass wir Lightpiping haben. Ich verstehe es insofern, weil wir auf der anderen Seite ist ja hier noch seine komische Battle-Mask, Arbeitsmaske, wie auch immer. Ne? Das ist der gleiche transparente Teil, sodass das Licht im Prinzip durchfällt. Also man kann diesen Lightpiping-Eingang sozusagen noch nutzen auf der anderen Seite für die Augen. Aber ich finde halt bei beiden funktioniert das Lightpiping halt nicht wirklich, außer du hältst die Taschenlampe direkt dahinter. Und
Ja, dadurch sind die Augen etwas tot. Das ist schade. Das ist eine goldene Bemalung. Silberne Bemalung ist schön. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man hier diese Hohlräume hier in den Antennen, die hätte ich gerne noch irgendwie weggehabt. Vielleicht hätte man die auf der Rückseite dann haben können oder so. Man hat sie auf beiden Seiten, also noch nicht falsch montiert oder so. Das ist schon alles okay, aber das hätte ich gerne noch weggehabt. Ansonsten ist der Kopf ziemlich toll. Dann haben wir die Brust. Da sehen wir ein Problem, was die Figur hat. Und zwar ist er unglaublich kratzeranfällig. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich habe ihn jetzt 2-3 Mal transformiert. Ja, aber das ist etwas, das darf eigentlich nicht passieren. Ihr seht über diese schwarzen Linien. Ich habe auch noch so ein Teil hier unten auf dem Bein gehabt. Hier. Und ganz hier unten, da an der Stelle. Nee, das ist so ein bisschen ärgerlich, zumal das, soweit ich das beurteilen kann, zumindest das Weiß keine lackierten Teile sind. Also das ist wirklich eine irgendwas drauf geschmiert oder was, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich das wegkriege, aber das nervt mich ein bisschen. Ansonsten, die Gussdetails sind super. Wir haben schöne Farbakzente, Rot, Silber, Gold. Ja. Ein bisschen ins Licht drehen, dass man das ein bisschen besser erkennen kann. Hier unten haben wir noch blaue Akzente, goldene Akzente. Ja, diese Platte hier, das ist ganz von der Technik ganz cool eigentlich, dass sie so mit zusammenhängen, ne? Rastet hier auch ein, aber aus irgendeinem Grund rutscht die immer wieder hoch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, wenn man das Bein bewegt, ne? Und dann hier oben gegen die Platte haut, dann ist der Hebel des Beins doch groß genug, um das rauszudrücken. Kann ich schon nachvollziehen. Ansonsten, ne, schöne Details auch hier unten in den Beinen. Das ist soweit alles schön. Die ganze Oberfläche ist mit Details versehen, ist nicht völlig übertrieben. Ne? Von daher, ich mag das ja bei den Titans eigentlich ganz gerne, wenn sie wirklich sehr detailliert gemacht sind, wie zum Beispiel der Omega Supreme auch oder der Scorponok, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber dadurch kriegen die so ein gewisses Größengefühl, wenn auf so einer Fläche so viele Details sind. Das fehlt ihm so ein bisschen, hier die Akzente sind schön, aber das ist kein Drama. Die Schulter ist schön gemacht, das Einzige, was ich hier nicht mag, ist, dass auch hier, das habe ich neulich schon mal kritisiert, dass Blau halt nicht reingezogen ist, sondern auf der Front aufhört. Das wirkt wieder so, als wäre er nur zweidimensional bemalt, das ist ein bisschen schade. Das ist die Lackierung hier soweit okay, die Details hier sind schön, Autobot-Symbol ist vielleicht das Weiß ein bisschen blass. Das kräftiger, vielleicht das Rot ein bisschen zu hell, aber jetzt wollen wir nicht zu pingelig werden. Hier haben wir noch diese Kanonen, die spielen jetzt noch keine Rolle, die kommen später dann ins Spiel. Ne, Backpack hatte ich schon gezeigt. Könnt ihr auch versuchen hier, könnt ihr auch wegklappen, dann guckt es halt hinten weiter raus. Dann sieht man es von vorne nicht so oder hier so hinterm Kopf legen. Gibt es keinen festen Punkt. Ich finde es so gerade irgendwie dann noch am besten, weil es wenigstens so eine gewisse Symmetrie hat. Ne, er ist ziemlich clean, wie gesagt, habe ich ja erwähnt. Auch keine Hohlgeschichten, alles schön. Also von daher. So ein, zwei Sachen so auf den Schultern, die ja sehr detailliert sind. Hier hätte man vielleicht nochmal den einen oder anderen Gunmetal-Akzent draufhauen können, auch hier vorne, ne, in diesen Details. Aber ich finde, das ist völlig okay. Also ich finde, er sieht spannend genug aus. Er hat eine Menge Farben drin und das Plastik fühlt sich toll an. Also ich habe, was das reine Design, das Figurendesign angeht, auch gemessen daran, was für ein Charakter es sein soll, habe ich ehrlich gesagt keine Bauchschmerzen. Wie schon erwähnt, ist die Beweglichkeit das, was mich an der Figur eigentlich am meisten beeindruckt. Gehen wir einmal kurz drüber. Wir haben den Kopf, der sich klar rotieren lässt. Der ist hier noch auf so einem Schiebeteil, das wir nach vorne hinten schieben kann. Der soll eigentlich voll hinten sein. Der vordere Teil ist dann für die Work-Mode-Konfiguration, sehen wir dann gleich noch. Der Kopf geht ein gutes Stück nach oben, denn wir haben hier in der Basis, das könnt ihr kaum sehen, doch hier, das blaue Teil hat ein zusätzliches Scharnier. Dadurch kriegt man ihn wirklich, das kann man rausklappen, kriegt man ihn weit nach oben. Und, das ist, glaube ich, das ist eine Premiere für mich bei den Titan-Class-Figuren, der Kopf geht halt auch richtig weit nach unten. Und das ist für so eine große Figur immens wichtig. Dazu hat er sogar noch einen beweglichen Mund, was krass ist. Also ihr könnt ihn hier aufmachen. Das sieht nicht so cool aus, weil das Kinn so nach hinten rutscht. Ähnlich wie ich das dann beim Haslab Unicorn damals auch schon kritisiert habe. Aber es ist ein Bewegungspunkt und von daher können wir den an der Stelle auch ruhig werten. Dann haben wir die Schultern. Auch die sind ziemlich cool gemacht. Wir haben einmal hier das Gelenk nach außen. Bringt euch schon mehr als 90 Grad, was schon ziemlich krass ist. Und dann haben wir zusätzlich hier oben noch ein Transformationsgelenk, was wir nutzen können. Und wenn man den Kopf so ein bisschen wegdreht, ja, oder ein bisschen, dann kommt der maximale Reichweite nach oben. Voll abgefahren. Und die Ratschen sind auch tatsächlich noch ziemlich gut. Es gibt ein, zwei Gelenke, die nicht so dolle sind. Eins davon sind die Schultergelenke. Die sind auf der linken Seite noch okay. Hier rechts, vielleicht kann man das hören, so ein bisschen inkonsistente, sanftere Ratsche. Die gefällt mir nicht so gut, aber von der Reichweite generell, ne, 360 Grad rundherum, überhaupt gar kein Thema. Was ein bisschen schwierig ist manchmal, wir haben bei dieser Figur, das ist eigentlich cool, haben wir eine Rumpfbeuge. Ihr könnt generell, wenn ihr das Ding hier angelegt habt, ne, kommt ihr erstmal so einen Klick nach vorne, dann bleibt die Platte hier hängen. Das ist aber nicht schlimm, denn ihr könnt die Platte entweder halt nach vorne ziehen, dann kommt ihr nochmal eine ganze Ecke weiter runter. Oder, wenn ihr es völlig übertreiben wollt, könnt ihr die Klappe auch
Müssen wir das jetzt hier raus? Also ihr könnt, macht das jetzt nicht, ihr könnt die Klappe rausziehen, ne? Also hier das Ding rausziehen, die Klappe reinklappen und dann kommt der wirklich 90 Grad rüber. Wir sehen das gleich im Transformationsprozess noch, denn dafür ist es eigentlich gedacht, aber ne, Rumpfbeuge voll funktional. Das Problem ist nur, die Ratsche hier drin ist so, für sich ist die völlig okay, die hält das Gewicht, die ist halt nur nicht unbedingt, mittlerweile habe ich sie einigermaßen lose geknallt. Die ist halt nicht unbedingt perfekt abgestimmt auf die Gelenke an sich. Seht ihr? Ne, ich will den Arm bewegen und bewege dann stattdessen die Rumpfbeuge. Also die Abstimmung der Gelenke aufeinander, die ist nicht überall optimal. Ist aber eigentlich hier an der Stelle somit das Einzige, wo es klemmt. Die Ellenbogen sind auch noch sowas. Da kommen wir gleich zu. Wir haben einmal eine Rotation hier, auch auf Ratsche am Oberarm. Ne? Das ist ziemlich cool. Was ich auch schön finde ist, wir haben hier so diesen runden Punkt, ne? Dass man das gerade ausrichten kann. Drehst du das Ding einmal hier rum, funktioniert das hier an der Stelle ganz genauso. Ja, also nicht ganz genauso, aber ist immer noch optisch konsistent. Das ist für sich genommen irgendwie ganz cool. Weiter geht's mit den Ellenbogen. Drehen wir die Kamera mal ein bisschen nach unten. Die sind das die einzige Gelenk, wo ich sage, die sind von der Ratsche vielleicht ein bisschen arg fest. Ich meine, es ist sehr stabil, dass du dann, dass die Waffe nicht runterkippt und so. Das ist schon cool, aber... Also du kriegst das so eigentlich fast nicht bedient, ohne die Schulter zu bedienen und so. Also muss immer hier festhalten. Aber die Reichweiten sind da, ne? 90 Grad in die Richtung. Und theoretisch auch in die andere Richtung, transformationsbedingt. Da habt ihr eine Menge Möglichkeiten. Dann kommen wir zur Hand, die ich optisch nicht so schön finde, weil sie einfach zu hohl ist innen drin. Das wirkt relativ billig und ich denke, da kann man bei dem Preisschild etwas anderes erwarten. Generell auch von der Beweglichkeit ist es nicht übertrieben toll. Wir haben eine Rotation, das ist okay. Wir haben den beweglichen Daumen, der ist in der Stellung soweit starr. Und wir haben einen Basispin, auf dem sich die Finger klappen lassen, aber halt auch in dieser angekrümmten Haltung. Ich finde, individuell artikulierte Finger, das hatten wir schon beim G1 Metroplex, also dem Generations, der Generations-Version davon. Und das finde ich, das hätte man durchaus machen können, vielleicht sogar machen müssen. Die andere Seite funktioniert komplett gleich. Wir haben eine Hüftrotation. Einmal 360 Grad rundherum, auch die auf einer sanften Ratsche, das ist ziemlich cool. Und dann haben wir die Beine, da haben wir einmal die Bewegung, einfach Platz machen hier, Bewegung nach außen, maximale Reichweite, das Ding rutscht gerne mal hoch, hatte ich ja schon erwähnt. Super stabil, kein Problem. Schöne Ratsche nach vorne. Kein Problem. Und schöne Ratsche nach hinten, kein Problem. Also hier ist wirklich, die Hüftgelenke sind toll aufeinander abgestimmt, funktioniert tippitoppi. Dann hier Rotation am Oberschenkel, da ist eine ganz sanfte Ratsche drin, die hört man kaum, aber man spürt sie. Das funktioniert problemlos. Und dann haben wir das Knie. Das Knie geht erstmal, ne, an mehreren Gelenken, habt ihr im Bein insgesamt noch ein paar Gelenke. Einmal das Knie nach hinten. 90 Grad, das ist in Ordnung. Und auch ein Stück nach vorne, transformationsbedingt. Das ist manchmal ein bisschen nervig, weil man, gerade ausrichten, es manchmal halt ne, die Figur doch durchs Gewicht doch mal so einen Zahn überspringt oder so. Und dann ist das Bein schief, dann musst du alles wieder ausrichten. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist okay. Dann haben wir hier auch ebenfalls ein Transformationsgelenk. Das ist hier arretiert. Kann man aber vielleicht zum Stabilisieren oder so auch nochmal nutzen. Auch hier ist eine schöne Ratsche drin. Und dann kommt der Fuß, der ist für sich genommen nochmal sehr beeindruckend für eine Titan-Figur. Der geht erstmal ne, hier nach oben. Der geht nach hinten, der lässt sich auf einer Ratsche rotieren, auch das sehr, sehr gut für die Stabilisierung der Figur. Und er lässt sich ab Werk bereits, naja, gute 30 Grad ausstellen, sodass man aus dem eine ganze Menge rausbekommt. Also ich muss sagen, die Beweglichkeit vom Cybertron Metroplex, jetzt mal alles wieder ausrichten hier, die ist wirklich beeindruckend. Und das, ich habe nicht übertrieben, als ich gesagt habe, es ist der beweglichste Titan, den wir bisher hatten. Er ist der beweglichste und ich würde auch sagen, er ist der stabilste. Also an der Front hat Hasbro alles richtig gemacht. Gemessen und gewogen bringt es Cybertron Metroplex auf 2,4 Kilo, so grob. Und von Kopf bis Fuß hat er geschlagene 55 Zentimeter. Und zum Vergleich haben wir hier, wie versprochen, den Transformer Siege Omega Supreme. Und der überragt ihn halt einfach mal um einen ganzen Kopf. Das ist schon krass. Natürlich wirkt Omega Supreme bulliger. Erstmal ist das, ne? Der Torso ist deutlich breiter. Die Flügel hinten lassen ihn auch nicht ganz so klein wirken. Das ist also soweit schon in Ordnung, aber cool, cool. Also es ist ein abgefahrener Scale. Ich weiß nicht, wie das, ob es überhaupt Scale-Charts gibt, die irgendwie diese verschiedenen Transformers-Universen, G1 und Cybertron hier in dem Fall überhaupt zusammen mixen, ob das irgendwas miteinander zu tun hat. Aber ich finde, das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Omega ist ja kein klassischer Titan in dem Sinne, sondern eigentlich nur ein Guardian. Von daher macht das in meinen Augen vollkommen Sinn, dass so ein Titan-Class-Bot ein bisschen größer ist. Die Verwandlung erfolgt in zwei Stufen. Wir beginnen mit dem sogenannten Work Mode. Dafür nehmt ihr diese beiden grauen Teile, klappt die bis zum Anschlag nach innen und schwingt dann hier die Seitenteile rum und arretiert sie hier. Am Kopf habt ihr hier hinten die beiden Antennen, die klappt ihr einmal 90 Grad runter und dann habt ihr hier diese Platte, die trennt ihr einmal in der Mitte auf und könnt jetzt hier die Teile einmal nach vorne und zur Seite klappen
sodass ihr sie dann vorne vom Gesicht des Bots schließen könnt. Ne, optimalerweise, dass wir das sehen können, drehen wir den Kopf jetzt hier einmal rum. Muss am Ende ja sowieso. Ne, steckt das hier in der Mitte dann zusammen. Und dann schiebt ihr den Kopf nach vorne. Der soll hier vorne einrasten. Das ist aber so ein ganz leichter Punkt, nur also richtig fest ist das nicht. Aber das ist in etwa die Position. Am Torso löst ihr jetzt hier das weiße Teil. Das ist links und rechts arretiert. Das ist relativ fest. Bringt das hier nach oben und dann habt ihr hier die Klappe. Die schwingt ihr einmal voll rum. Lasst das hier oben so hängen. Und dann haben wir die Hände. Ne, öffnet ihr die Unterarme hier an der Stelle. Die Hände sollten so konfiguriert sein. Und dann klappt ihr das Teil hier nach innen und schließt die Klappe wieder. Müsst manchmal hier so ein bisschen an diesem grauen Ding so ein bisschen hin und her wackeln. Ne, weil das, ihr habt ein bisschen wenig Spielraum da, dass man das trifft. Und auf der anderen Seite machen wir das nochmal genauso. Hand oder Arm auf vielmehr, Hand rein. Die dreht sich gerne mal weg, muss man ein bisschen aufpassen. Und dann hier so ein bisschen hin und her wackeln. Zack, zack. Und dann passt das. Bringt die Arme wieder nach unten, solltet ihr sie nach oben bewegt haben. Und dann nehmt ihr den gesamten Torso und bringt ihn hier über das Gelenk einmal 90 Grad nach vorne. Die Kanonen hier könnt ihr runterklappen, weil ihr braucht jetzt hier ein bisschen Platz. Das Teil dreht ihr einmal nach rechts. Und dann nehmt ihr diesen ganzen Apparat hier, jetzt habt ihr nämlich genug Platz, das hier hochzuschieben, und nehmt hier diese Basisplatte und dreht das alles um 180 Grad rum und dreht das ein weiteres Mal nach rechts. Auf der anderen Seite bringt ihr jetzt das weiße Teil hier nach unten, hat leider keine Arretierung, hängt hier nur so, aber ist wie es ist. Und dann dreht ihr hier die Unterarme einmal 180 Grad rum und bringt eure Arme, da müsst ihr gucken, wahrscheinlich müsst ihr das festhalten, ne? Einmal auf der einen und einmal auf der anderen Seite 90 Grad runter und klappt die Kanonen nach vorne. Die Beine bringt ihr am Knie einmal hier 90 Grad vor, klappt den Fuß direkt 90 Grad hinterher und dann trennt ihr die Verbindung hier an der Stelle und schwingt diesen ganzen Teil, ne, einmal 180 Grad, oder sind es 180? Ja, doch, nach unten. An den Schultern habt ihr jetzt hier diese schwarze Klappe, die drückt ihr einmal nach oben und voll nach vorne. Und jetzt müsst ihr die Arme umwerfen, allerdings nicht über das Schultergelenk, sondern hier über das blaue. Ist ganz gut zu sehen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist hier unten arretiert, das ist manchmal recht fest. Eventuell müsst ihr mit dem Spudger dazwischen. Und dann dreht ihr das ganze Ding einmal hier 180 Grad rum und rastet es hier ein. Sollte das nicht so gut funktionieren, wie es jetzt bei mir gerade ging, ausnahmsweise, könnt ihr auch das Ding hier oben nehmen und so ein bisschen das Ganze runterhebeln. Dann geht es ein bisschen eleganter, ist allerdings auch Zug aus Plastik, also seid ein bisschen vorsichtig. Und dann bringt ihr die Arme hier an der Stelle nach unten und den Unterarm winkelt ihr so, naja, so grob 4 Klicks, 5 Klicks, 45 Grad an. Zum Schluss nehmt ihr eure Spark-Drinker-Waffe, ne, trennt ihr hier in der Mitte auf. Die Montagetechnik habt ihr ja schon gesehen. Dann klemmt ihr das einmal hier in die Hand. Ne, den Griff klappt ihr weg, damit das ein bisschen sauberer aussieht. Und auf der anderen Seite, ne, könnt ihr hier den Bagger könnt ihr so ein bisschen nach oben winkeln. Und das Ganze halt falsch rum. Komme ich immer gerne durcheinander. So, ne, und dann seht ihr nur so rum, passt es. Zack, zack. Und dann seid ihr mit Metroplex in seinem Work-Mode fertig. Und ich muss gestehen, ich finde den persönlich jetzt nicht so toll. Ich nehme einfach mal an, dass er der Vorlage entspricht. Aber es sieht halt so von Proportionen schon ein bisschen arg seltsam aus. Was beeindruckend ist, ne, selbst wenn man den Arm hier die volle Länge rausbringt, ne, also inklusive des Arms hier, er steht immer noch. Also er kippt nicht nach vorne. Klar, er hat natürlich hier entsprechend den Aufbau mit den Füßen. Aber die ganzen Gelenke halten das wirklich super. Auch hier der Hüfte oder so gibt er nicht nach. Also die Hardware absolut angemessen dessen, was ihre Aufgabe ist. Das ist wirklich cool. Und es ist schon ganz interessant, wie sie das schaffen, das Ding tatsächlich um ganze 10 cm zu schrumpfen, dass er dann hier in dieser Konfiguration rumrennt. Das hier mit den Dingern an den Händen ist okay soweit. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist hier bei Sparkdrinker ist übrigens eine Sache, die mich so ein bisschen nicht ärgert, weil ich keine Verbindung dazu habe, aber glaube ich viele ärgern wird, die Cybertron-Fans sind. Und zwar fehlt ihm ein ganz entscheidendes Gimmick dieser ursprünglichen Cybertron-Reihe und das ist der Cyber-Key. Ja, das waren so kleine Plastikschlüssel, die hast du halt dann an irgendeiner Stelle der Figur oder einer Waffe oder so hast du die eingesteckt und hast natürlich ein Feature ausgelöst. Und beim Original Cybertron Metroplex war das so, dass Sparkdrinker dann im Prinzip das Rad in der Mitte auseinandergegangen ist, starr wurde und du so eine richtige Axt hattest. Das hätten sie meines Erachtens hier auch noch mit einbauen können. Er hat keine Elektronik-Features, ne? Auch das fehlt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich persönlich drauf verzichten. Für sowas bezahle ich nicht so gerne Geld, weil ich es dann am Ende des Tages doch nie benutze. Aus Spielzeugsicht ist das vielleicht nochmal was anderes, aber ich betrachte es ja aus Sammleraugen. Und von daher, das wegzulassen ist okay, aber ich finde, das Gimmick hätten sie einbauen können und auch sein Minicon, der, glaube ich, Drillbit hieß, wenn ich das richtig recherchiert habe, die hätte man, glaube ich, bei dem Preisschild durchaus noch einbauen können. Für die finale Transformationsstufe entfernt er erstmal hier die beiden Spark-Drinker-Teile von den Armen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann dreht er dieses Teil hier oben, diesmal 90 Grad nach links. Ne, und das alles hier ein bisschen nach oben. Die Arme müssen jetzt 90 Grad nach hinten. Das Problem ist, wenn ihr jetzt hier an den Armen dreht, kann sein, dass ihr diese Arretierung von den Schultern löst. Also haltet die hier so ein bisschen fest. Ne, und dann bringt ihr sie 90 Grad nach hinten.
Na komm, so. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und dann haben wir hier wieder das Teil, ne? Das drehen wir dann einmal hier um 180 Grad rum. Und den Teil hier, den klappen wir jetzt komplett nach innen, schwingen ihn hier zwischen den Torso und drehen das Ding hier, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube wieder entsprechend 180 oder doch 180 Grad, glaube ich, so rum nach rechts. An den Füßen habt ihr jetzt diese Kettenteile, die klappt ihr nach außen, bis die hier seitlich einrasten und dann nehmt ihr den Fuß und bringt ihn hier 90 Grad nach unten. Jetzt müsst ihr gucken, das Knie bringt ihr jetzt hier nach hinten, zack, zack, dass das hier ungefähr, ne, parallel liegt zu der Kante des Fußes und dann bringt ihr das ganze Ding hier nach oben, dass es am Ende in etwa diese Konfiguration hat. Anschließend bringt ihr die Füße noch an dieser und an dieser Stelle mit einem kräftigen Druck, zack, zack, zusammen. An den Schultern löst ihr jetzt hier diese Klappe und bringt die nach vorne und schwingt die Arme jetzt hier an diesem Gelenk wieder entsprechend nach hinten, rastet das Ganze hier ein und bringt den Arm dann hier 90 Grad nach unten und könnt jetzt ein weiteres Gelenk nutzen, nämlich hier, um den Arm 90 Grad nach hinten zu falten. Dann nehmt ihr eure Unterarme, dreht die hier 90 Grad nach vorne, ne, dass die hier gerade ausgerichtet sind. Dann habt ihr hier so einen blauen Pin, da ist er. Und hier oben ist das Gegenstück. Dann nehmt ihr, ne, den Ellenbogen hier voll hoch, zack. Und dann könnt ihr das Ganze hier einrasten. Das hält nicht super fest, aber es ist okay genug. Und dann habt ihr hier oben das Teil, das klemmt ihr hier in diesen C-Clip im Bein. Das machen wir auch, ne? Einmal hier und auf der anderen Seite den Unterarm nehmen, reindrehen, Ellenbogen bis zum Anschlag und dann einmal hier auf der Unterseite. Arretieren. Bleiben noch die Sparkdrinker-Teile, ne? Einmal hier die Schaufel so ein bisschen nach unten, dass ihr ungefähr diesen Winkel hier habt und dann drückt ihr die Baggerschaufel einmal vorne dran. Zack, na, gehst du da rein. Das ist echt, Montagesystem ist nicht schlecht, aber es ist teilweise, ne, hat es kaum Spiel. Und auf der Rückseite nehmt ihr logischerweise dann euer Schaufelrad, drückt das auf die gleiche Art und Weise da rein. Na komm, ach, zack, ne, das so ein bisschen ausrichten und dann seid ihr mit Metroplex in seinem Excavator, Baggermodus, wie auch immer, fertig. Und der gefällt mir doch deutlich besser als der Work Mode. Insgesamt halt ein ziemlich bulliges Teil, ne? Kommt, die, bringt die Größe, die so ein, gibt diese Bagger ja in echt, also nicht mit diesem ganzen cybertronischen Unterbau, aber diese riesigen Schaufelradbagger und so, die gibt es ja wirklich und das sind gigantische Maschinen. Und das bringt er ja eigentlich schon ziemlich gut rüber. Ne? Hier vorne hat er die großen Schaufeln, die Ketten hier, da sind noch Plastikräder drunter, das heißt, er rollt auch tatsächlich, auf dem Holzbalken nicht so gut, aber generell, ne, ist das möglich. Und ja, ist ein komplexes Gebilde. Ich finde, der Bot ist ordentlich komprimiert. Und du hast natürlich hier, ich weiß gar nicht, kann man das jetzt erkennen? Ja, doch, kann man sehen. Hier ist halt der Kopf, der hängt halt hier noch so rum. Ich meine, ist ein bisschen versteckt hier mit der Maske. Du könntest vielleicht auch noch gucken, dass du hier die blauen Teile noch nach oben klappst, um ihn besser zu verstecken. Aber das ist nicht so schön, weil der halt auch hier nicht so richtig, ja, so leicht eingesteckt ist, aber nicht richtig arretiert, sich mal verdreht oder so. Aber es ist zwischen den Armen versteckt, von daher kein riesiges Drama. Das einzige Problem, was ich eigentlich mit dem Teil habe oder was ich mir gewünscht hätte, ist, ihr habt ja hier schon die Möglichkeit, das Ding zu rotieren, aber halt nicht 360 Grad rundherum. Das hätte ich cool gefunden und irgendeine Möglichkeit, wobei, warte mal, sieht das so aus, als könnte das gehen, weil hier ist ein Scharnier. Ich will jetzt aber auch nicht, warte mal. Ach nee, ich will es auch nicht mit Kraft machen. Ach nee, das ist das Klappscharnier hier von dem Kopfteil. Weil das cool gewesen wäre, wenn man das ganze Ding noch hätte ankippen können, dass er halt wirklich hier auch den, im Boden schaufelt. Weil so hängt das Ding eigentlich immer in der Luft und ist nicht wirklich praktikabel, sage ich mal. Geht so ein bisschen die Illusion verloren. Ansonsten, wenn man den hier, ne, so ein bisschen ausrichtet und so, ist das schon ein ziemlich beeindruckender Old Mode. Irgendwie schräg, gar keine Frage, mega skurril auch das, aber ich denke in Summe ganz gut umgesetzt. Und da ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere ihn vielleicht in diesem Modus tatsächlich hinstellen will, hier auch mal die Maße, er ist insgesamt 65 cm lang, ist ungefähr 28 cm hoch, 30 cm tief und zum Vergleich haben wir hier einmal Masterpiece Prowl. Fazit, ich bin von Cybertron Metroplex angenehm überrascht. Er ist natürlich nicht ohne Schwächen, aber insgesamt muss ich sagen, ist es eine sehr, sehr solide Titan Class Figur, die mir deutlich besser gefällt, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Ich finde zum einen, ist einfach sehr, sehr schade, dass man die Cybertron definierenden Gimmicks, den Cyber Key, ne, die Minicons und so, dass das ja einfach komplett nicht vorhanden ist und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen, finde ich zumindest, die Identität und ich denke, Fans der Reihe werden mir da zustimmen und ich glaube auch, dass das ohne größere Schwierigkeiten einbaubar gewesen wäre und auch bei dem Preis mehr oder minder man das auch hätte erwarten können. Ansonsten habe ich ein Problem mit dem Design der Hände. Das gefällt mir insgesamt nicht. Die hätten deutlich beweglicher sein müssen. Die Hohlräume in den Innenräumen sehen extrem billig aus. Und auch das Plastik an der einen oder anderen Stelle, an den Händen und an den Füßen, ist halt sehr weich, fühlt sich nicht so gut an.
Das ist aber tatsächlich die Ausnahme, denn der Rest des Plastiks, der Rest der ganzen Figur, ist qualitativ wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte. Das Plastik ist dick, ist stabil, die Gelenke sind eigentlich durch die Bank weg top, mit Ausnahme der Schulterrotation einmal rundherum, die ist ein bisschen inkonsistent und fühlt sich nicht so gut an. Und die Gelenkabstimmung aufeinander ist nicht immer perfekt, ne, dass man doch das ein oder andere Mal einfach Sachen bedient, die man nicht bedienen will. Denn er hat eine Menge Bewegungspunkte und ist definitiv die beweglichste Titan-Figur, die ich zumindest bisher in der Hand gehabt habe. Vielleicht ist Triptychon noch besser. Ja, das ist der einzige, der mir noch fehlt in meiner Sammlung sozusagen. Aber ja, der ist, was die Beweglichkeit angeht, wirklich hochgradig beeindruckend. Was mir noch aufgefallen ist, ist halt die Schlag- oder Kratzanfälligkeit der Plastikoberfläche. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ätzend. Ich weiß nicht, ob ich das noch wegbekomme, aber da seid ein bisschen vorsichtig, dass ihr das Ding nicht über die Gebühr irgendwo dran langschabt oder so. Das scheint dann nicht ganz so gut zu vertragen. Ansonsten denke ich, gut umgesetzt vom Design, Proportionen passen dem Charakter angemessen. Die Old Modes, also der Work Mode, der ist so ein bisschen so, naja, den nimmt man halt mit. Ich bräuchte den nicht unbedingt, aber den Bagger-Modus zum Schluss, den finde ich ziemlich cool, was daran liegt, dass halt einfach dieses Spark-Drinker-Zubehör, diese große Doppelwaffe, ist für mich so ein bisschen das Highlight der Figur. Nicht nur optisch, ne, dieses goldene Schaufelrad, das sieht einfach super gut aus von den ganzen Details und so, sondern einfach auch vom Spielfaktor. Du kannst mit der Figur schon einiges damit machen, du kriegst es an der Figur vernünftig verstaut, es spielt in allen Alt-Modes eine vernünftige Rolle und du kannst tatsächlich, selbst wenn du die Figur im Schrank stehen lässt, kannst du das Ding nehmen und kannst auch so noch irgendwie damit Spaß haben, rumrennen, was auch immer. Also Spielfaktor bei dem Ding ist maximal hoch. Ich finde ihn insgesamt nichtsdestotrotz am Ende des Tages mit fast 220 Euro, was er mittlerweile kostet, finde ich ihn ein bisschen zu teuer. Ich denke, so 170, 180 wäre ein angemessener Preis gewesen für die Figur und selbst dann hätte ich noch erwartet, dass man die Cybertron-Gimmicks mit einbaut. Alles in allem muss ich aber sagen, bin ich sehr, sehr überrascht. Ist eine starke Titan-Class-Figur und wenn man auch nur ansatzweise was mit dem Design oder mit dem Charakter an sich zu tun hat und was anfangen kann, denke ich, macht man hier nicht ganz so viel verkehrt. Soweit mein Video zum Transformers Legacy Titan-Class Cybertron Metroplex. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon oder direkt hier auf YouTube als Kanalmitglied und checkt meine anderen Legacy Reviews hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.